Hallo Freunde! Hallo! Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Hier auf unserem Kanal. Wir sind... Regenwurm-Maxim. Regenwurm-Maxim? Ja. Ja, und ich bin Danny und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und wir sind wieder zurück aus dem spontanen Tageskurz-Nachtsurlaub. Ja, es ging schnell, es war schnell vorbei, aber es war sehr, sehr schön. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Ja, meine Lieben, es ist Sonntag und wir melden uns zu einem Update zurück. Wir sind zurück aus dem spontanen Kurzurlaub. Ihr habt ja Maxim gesehen und es war auch an der Zeit. Und eines sage ich euch, so spontan, so spät in den Urlaub zu fahren, ist insofern schön, weil die Autobahnen waren so frei. Ich konnte so richtig ja sehen. Noch nicht mal das, wir waren aber einfach so schnell wie noch nie zuvor. Wir haben fast eine Stunde Zeit gespart. Sauseblitz. Sonst fahren wir von uns immer zur Ostsee so um die 3 Stunden 20 und so hatten wir auf dem Tacho 2,5 Stunden. Ja, mit also, einer großen Abendbrotpause und einer Pipi-Pause hat das Ganze gut geklappt. Ich war ja, ihr habt es ja in dem Video gesehen, ein bisschen skeptisch bezüglich der Idee im Allgemeinen. Rückblickend war es aber schön. Ja, habe ich recht gehabt. Hast du recht gehabt. Muss man ja auch mal sagen, wie es ist. Man muss ja auch mal den dicken Bauch pinseln. Am Bauch pinseln. Nee, aber es war wirklich höchste Zeit. Also ich war ja wirklich an so einem Punkt, wo ich gesagt habe... Hast du wieder Schwabonis draußen? Immer. War ich also ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt mal kurz raus. Und es hat halt alles auch so ein bisschen zusammengepasst, weil mein Stiefpapa hat auch Geburtstag gehabt, einen Tag später, der war auch in Warnemünde. Und deswegen war das schon, hat es schon gepasst. Es ist halt dann halt vom Organisatorischen her dann einmal kurz ein bisschen anstrengender. Ja. Aber es war okay. Also wir haben es ja dann ganz gut geschafft. Wir waren ja dann echt noch fleißig. Ich glaube, wir sind hier, wann sind wir hier los? So gegen um 19.30 Uhr. 19.30 Uhr sind wir hier los. Das ist ja eigentlich schon fast die, es geht jetzt langsam auf Sofazeit. Aber wir sind dann 2,5 Stunden gefahren und waren dann auch noch so früh da, dass wir sogar dort noch was Kleines zu trinken bekommen haben. Wir konnten ganz entspannt einchecken. Wir haben sogar noch den Klavierspieler gehört. Der spielt ja auch immer sehr, sehr gut dort vorne im Foyer. Und... dann haben wir gut geschlafen. Ja, und dann sind wir morgens mit schönem, na, so schön war das Wetter nicht, aber wir sind mit einer Bewölkung aufgewacht, haben richtig lecker gefrühstückt und sind dann so ein bisschen durch Warnemünde spaziert, haben uns kurz mit meinem Stiefpapa zum Geburtstag getroffen und waren einfach mal einen kleinen Moment am Meer. Und das war schön und vor allen Dingen sehr vertraut, weil es war ja genau wieder das Hotel, wo wir auch geheiratet haben, dass es schon so war, dass es, also ich konnte mich sofort, als ich eigentlich im Auto saß, erholen. Also bei mir hat dieser Erholungsprozess schon auf der Fahrt angefangen. Ich glaube, darum geht es ja auch. Es ist ja meistens so, eigentlich ist ja nur ein Tapetenwechsel nötig. Und wenn man dann wohin fährt, wo man weiß, dass es dort, da muss man sich keine Gedanken machen, ist das Frühstück jetzt gut, ist das Zimmer sauber, ist dies, ist das, sondern da stimmt einfach immer alles. Und dann ist man da halt mal für 24 Stunden dort vor Ort, kommt ein bisschen runter, sieht mal was anderes, hat gute Luft und dann... fährt man wieder zurück. Was halt so wirklich mein Hauptproblem war, bevor wir losgefahren sind, hatte ich halt wirklich 3 Tage nonstop Kopfschmerzen, so ein Kopf wie in Watte gepackt, Unruhe. Und das war so unangenehm, dass ich wirklich schon dachte, ich werde krank oder so. Und dann war es aber wirklich am Abend, als wir denn dann angekommen sind, war es weg. Es war einfach weg. Und das war natürlich dann für mich so das beste Zeichen, dass es das Richtige war. Und dann sind wir noch zur Familie von dir gefahren, ne? Auf dem Rückweg haben wir spontan noch entschieden, bei meiner Familie vorbeizufahren. Die wohnen da auch in der Nähe. Also ein Teil der Familie. Ein Teil der Familie. Und wir haben das die letzten, wir fahren da ja sehr oft hin, aber wir haben es immer irgendwie nicht geschafft, das dann zusammen hinzukriegen, weil es ist ja dann doch meistens sehr spontan, dann zu sagen, hallo, wir kommen jetzt vorbei, freut euch auf uns. Und diesmal hat es aber ganz gut geklappt. Es waren auch wirklich alle da. Von den Großeltern bis zu den Kindern waren alle da. Voll schön. War total schön. Also eigentlich wollten wir auch nur einen kurzen Abstecher machen, vielleicht ein Käffchen trinken, aber am Ende waren wir auch fast 4 Stunden da. Wir waren fast 4 Stunden da. Also wir sind denn dann so gegen 23 Uhr in etwa zu Hause wieder angekommen. Ja. Das war schon alles total verrückt, aber es hat einfach so gut getan, einfach mal ein bisschen raus. Und jetzt auch, ich merke zwar, dass ich natürlich immer noch nicht, also die Akkus kannst du nicht innerhalb von einem Tag wieder aufladen, aber es war schon so, dass du jetzt quasi wieder so ein bisschen in deinen Alltag kommst, ein bisschen weitermachen kannst. Die nächste Woche, die wird tatsächlich ein bisschen anstrengender. Wir haben jetzt dann doch einiges an Bauarbeiten im Haus. Das habe ich euch ja versprochen, dass wir euch ein Update geben. Denn der Weg ist ja normalerweise das Ziel. Hier ist aber der Weg der Beginn
für die Bauarbeiten im Garten. Denn der Weg, der ist ja einseitig gemacht worden und der hat sich jetzt auf die andere Seite verlagert. Da wird der Weg jetzt weiter geklöppert, wie sagt man, geflastert. Geflastert. Das wird gemacht, dann der Terrassenabschluss war ja kaputt, ne? Genau, und die Terrasse wird gemacht und dann werden noch so ein paar kleine Ausbesserungsarbeiten gemacht. Und ihr wisst es ja, hier geht es ja immer recht früh los. Also die meisten, die schönen Dinge im Garten und im Haus machen, fangen meistens immer sehr, sehr früh an. Wir ja auch, aber wir sind dann auch immer früh fertig. Aber diesmal müssen wir noch früher fertig werden. Ja, also es ist halt so, dass um 7.30 Uhr schon der Wegebauer kommt und entsprechend muss ja mein erstes Video ja schon um 8 Uhr fertig sein. Das heißt, ich stehe da nicht um 5 Uhr auf, sondern um 4 Uhr auf. Das ist halt, dass das uns morgen blüht. Mhm. Aber es ist halt so, also ich will mich gar nicht beschweren. Man kann das alles ein bisschen vorbereiten und dann freue ich mich aber auch, allein schon, wenn wir jetzt Richtung Herbst, Winter gehen. Ich glaube, jeder, der so einen Schotterweg hat und da mal Laub oder Schnee gefegt hat oder gehakt hat, der weiß, wie ätzend das ist. Wenn du aber da einen gepflasterten Weg hast, ist es allein schon, was Schnee und Herbst und Blätter wegmachen betrifft, schon sehr viel einfacher. Also es sind alles gute Sachen. Ich freue mich da drauf und ich glaube, die nächste Woche wird, was das betrifft, dann schon schöne Ergebnisse erzielen. Ja, denke ich, glaube ich auch. Und dann ist das, dann ist der Teil der Arbeiten dann auch natürlich fertig. Und das hat sich ja jetzt dann doch wieder so ein bisschen gezogen. Ich glaube, wir hatten den anderen Weg im April ungefähr gemacht. Ja, ne? März, April, Mai, so. Juni, Juli, ja, fast 4 Monate wieder, die das Ganze jetzt auch nochmal aufgeschoben werden musste. Aber das ist völlig in Ordnung. Es eilt ja nicht, aber es ist dann auch schön, wenn es fertig ist. Für die Zuschauer, die sich fragen, warum es sich so lange gedauert hat. Ich hatte halt den Wunsch geäußert, dass wenn der Weg gemacht wird, dann gerne am Stück. Es wird immer so 4 Tage dauern und ich wollte halt nicht, dass wir wieder in die Situation kommen, dass ein Teil gemacht wird, dann haben wir 2 Tage Leerlauf und dann, weil das ist ja der Durchgangsweg, da kommt der Postbote, kommt da durch, Paketdienste kommen da durch, wir laufen da im Prinzip durch und ich würde es halt anstrengend finden, wenn diese Baustelle über Wochen bleibt. Das war mein Wunsch, gerne 4 Tage am Stück und dann sag du mir wann. Und dann war es halt dann im Juli. Das hatten wir letztes Mal, aber da muss man ein bisschen zur Verteidigung sagen, da waren auch viele Dinge, die daraufhin aufgebaut haben, aber da hatten wir dann auch fast 3 Wochen lang so einen aufgerissenen Boden. Ne? Und das sieht nicht nur nicht schön aus, sondern es ist auch einfach super unpraktisch, dort lang zu laufen, zu arbeiten. Gut, dann kam die Hecke noch mit dazu, aber es ist am Ende des Tages wirklich schön geworden. Und wenn das gemacht ist, dann haben wir auch nochmal so einen kleinen Wasserblock bis zum Haus. Ja, es geht einfach ums Gefälle, ne? Das quasi das Regen. Also der Weg, der hat auch jetzt ein Gefälle, allerdings ist das so ein Kontergefälle geworden, weil die ganzen Platten ins Erdreich abgesunken sind und so. Und jetzt läuft das Wasser unkontrolliert in alle Richtungen. Das ist erstmal nicht schlimm, aber ihr wisst, das Wasser sucht sich seinen Weg und irgendwann ist dann mal doch so eine Sperrschicht kaputt und deswegen ist das gut, dass das jetzt alles dann auch gemacht wird. Also ich freue mich darüber und bin sehr gespannt, wie das so alles wird. Gestern hatten wir noch Besuch von Maxims bester Freundin, das war auch noch ganz schön. Ja. Und heute ist dann, also das, was wir Freitag nicht geschafft haben, haben wir dann heute, glaube ich, so ein bisschen nachgeholt. Das habe ich auch in meinem Video heute erzählt, dass alles, was Freitag sich aufgestaut hat, jetzt alles mir heute quasi auf die Füße gefällt. Na klar, aber das ist ja immer so. Die Woche hat halt immer nur 7 Tage, auch wenn man sich einen Tag frei nimmt. Ja. Wir haben einiges geschafft. Wir hoffen, dass ihr auch eine schöne Woche hattet und ganz erholt in die neue Woche starten könnt. Ja, auf jeden Fall, heute Abend bin ich live um 18 Uhr auf YouTube, hier auf dem Zweitkanal oder aber um 19 Uhr für alle, die uns oder mich ein bisschen privater sehen wollen, auf Twitch. Kommt gerne vorbei, die Links findet ihr hier unter dem Video. Wir sagen jetzt Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wünschen euch vom Herzen einen wundervollen Sonntag und freuen uns, wenn wir uns morgen wiedersehen, wieder auf YouTube. Tschüss.